herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Tag im wunderschönen Spiel Garden Paws. Ja, ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, ich war schon eine ganze Weile lang nicht mehr hier im Spiel unterwegs. Ist das jetzt was Böses, dass das so eine halbe Wolke ist? Ich habe nämlich jetzt endlich mal geschafft, wie heißt das Spiel denn jetzt? Secret Files Tunguska zu Ende zu spielen. Und da habe ich jetzt meine ganze Zeit reingelegt und hatte ehrlich gesagt keine Zeit mehr, irgendwas anderes zu spielen. Aber ich habe jetzt gedacht, okay, ich muss jetzt zumindest noch mal ein paar Folgen wieder aufnehmen von dem Spiel hier. Wir müssen auch noch Marmelade ausliefern, sehe ich gerade. Wir müssen noch Karotten ausliefern. Wir haben noch so viel zu tun. Aber jetzt müssen wir erstmal mit Charlie sprechen. Mit dem ich nicht sprechen kann, weil er nicht mit mir sprechen will. Jetzt. I was out patrolling and saw a cat all by myself. Also er ist hier rumgelaufen und hat eine Katze gesehen. Oben auf den Hügeln. In der Nähe von meinem Zuhause. Ja, da gibt es mehrere Katzen. If you build it a nice home, maybe it'll come down and stop mewing up there. Okay, also wenn ich ihm ein schönes Zuhause bauen würde, kommt er vielleicht von dem Hügel rauf und hört auf, da wie so... wild gewordene Katze rum zu miauen. Try talking to friend about how to build a cat home. Ah, perfekt. Wer war nochmal Frank? Oh, ich habe alles schon wieder vergessen. Okay, also ich soll auf jeden Fall mit Frank sprechen, damit ich, damit er mir beibringen kann, wie man ein Zuhause für Katzen baut. Ein Katzenzuhause. Ein was auch immer. Okay, wir gehen jetzt nochmal schnell unsere Dings hier checken. Ich sage mal, ich will immer unsere E-Mails sagen, aber sind das ja Briefe? Hi, neighbor. Noticed some new flowers pop up in the waterfalls. Flower area. Okay, also er redet wieder nur von neuen Blumen, die hier aufgepoppt sind. New houses. Hi, neighbor. I know you are only just move in. But I wanted to let you know first that I've got some new houses on the market. Also er wollte mir nochmal eben mitteilen, dass er neue Häuser hat, die man kaufen kann. Was mir natürlich nichts bringt, weil ich habe schon ein Haus. the houses are 5000 coins each and are in a prime location on our way to town. Ja, im Prinzip, ich weiß, welche Häuser er meint, ja. Also die kosten halt eben 5000 pro Stück und sind in einer primären Location, also in einer sehr guten Lage. Deswegen sind die wohl auch so teuer. If you're heading toward my place across the bridge, you can't miss them. Ja, dass man die halt nicht verfehlen kann, wenn man dahin geht zu ihm. Ich weiß aber wirklich nicht mehr, wo Frank ist. Collect 20 Weed. Ich schau mal eben nach, weil ich habe in einem anderen was weitergemacht und da war es so... Nee, da habe ich, glaube ich, die Sachen hier drin gehabt, ne? Ich habe auch kein Weed oder so hier drin. Habe ich den hier Weed drin? Doch, da. Okay. Oh, das ist aber Mist. Obwohl... Ah, nee, warte mal. Wir haben doch... Nee, Plant Feeder. Habe ich das denn hier reingetan? Ne, hier sowieso nicht. Wenn, dann glaube ich hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich jetzt wo hatte. Da haben wir auch kein Weed drin. Haben wir hier Weed drin? Meine letzte Chance. Da haben wir auch nochmal Weed drin. Oh, perfekt. Wir brauchen 20 und... Ne, ich wollte es eigentlich nicht tauschen. Hallo, kommst du jetzt hier? Nein! Willst du mich veräppeln? So, rechte Maustaste. So, dann können wir da nämlich auch hingehen. Das wollte ich nämlich eigentlich. Och, ich kriege hier heute gar nichts mehr auf die Reihe. Ich laufe sogar gegen meine eigenen Pfosten. Ich werde hier gerade wahnsinnig. So. Hi, hi, hi. Ich brauche euer Pup, 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 Pup. Okay, und ich muss euch noch füttern. Ne? Das darf ich auch nicht vergessen. Moment. Womit fütter ich euch denn nochmal? Jetzt sag mal bitte nicht mit Weed. Das war doch was. Nee, Birdfeed. Das war's, glaube ich, ne? Ich will es nicht woanders hin tun. Ich will es hier rein tun. Ich habe das schon wieder total vergessen mit dem Rüberziehen und so. Mein Gott, das kann doch nicht sein. Das ist doch gar nicht so lange her. So, ja, ich springe lieber raus, als dass ich gehe. So, Moment. Wir müssen jetzt erstmal auf die Karte gucken. Wir haben... Frank ist... Ach so, genau. Der Bauarbeiter. Dieser, wo wir die kaufen können, die Sachen. Das war, glaube ich, Frank. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Thorn. Der wollte uns nämlich zeigen, wie man... Häschen. Killt, wollte ich gerade sagen. Oh
Oh mein Gott. Ach so, habe ich überhaupt irgendwie Platz frei? Ich habe gar keinen Platz frei. Und ich sollte mir vielleicht ein bisschen Platz machen, falls ich unterwegs was finde. Ich habe ja gar keinen. Ach so, das sind schon die. Das ist natürlich doof. Kräuenbeck, da weiß ich auch gar nicht. Ich glaube, die kann man verkaufen oder so. Kannst du mal nicht so schnell laufen? Ich will hier nicht draufstehen. So, Plant. Das können wir schon mal wegmachen. Und das war dann, so wie es aussieht, auch das Einzige. Okay, hier haben wir aber auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Also wir können schon mal die Insekten was wegtun, das was wegtun. Ich hoffe, dass wir jetzt hier gerade nichts wegtun, was wir eigentlich brauchen. Coinback, den brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Poop. Brauchen wir Poop? Wir brauchen Poop. Okay, wir müssen... Och, leck mich doch. Mann, ich will den nicht auf dem Kopf haben. So, Purple Daisies, die können wir wegtun. Genau, wir können das Holz auch wegtun. Das ist sehr gut. Die Dinge tun wir auch mal weg. Und die tun wir auch mal weg, damit wir so ein bisschen Platz haben zumindest. Okay. So, wie gesagt, ich bin hier gerade... ich stehe hier gerade völlig neben mir, weil ich überhaupt gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich machen wollte. Die nehmen wir aber auf jeden Fall mit, die Red Daisy, weil die haben wir nicht so oft hier. Du bist ein Stein. Nee, du bist doch gar nicht so faszinierend, wie ich gedacht habe. Du bist nämlich gar keine Blume. Beziehungsweise auch gar kein Tier. Sollen wir dich mitnehmen? Ich glaube, du warst doch auch irgendwas Besonderes, oder? Ach, Pink Leaf war das, okay. Irgendwo hier hinten war... Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Abby? Nee, Thorn war es, glaube ich, genau. Halt, stopp, ich habe ja irgendwas Rotes gesehen. Aber ich glaube, ich habe mich nur verguckt. Wenn ich nochmal die Dinger für Marmeladen sehe, die müsste ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Die müsste ich eigentlich ja auch mitnehmen. Also die sammle ich direkt schon mal ein hier. So, ich möchte Häschen haben. Oder zumindest wissen, wie man die zähmen kann. Irgendwo höre ich was. Ach, das war die, wo ich sowieso nicht hinkomme, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt erstmal mit dem Typen sprechen. Wo bin ich denn jetzt hier? Der ist da. Was macht der denn da? Da soll er doch gar nicht sein. Der soll bei mir sein. Hallo, Thorn. Da bin ich wieder, altes Haus. Let me check these carrots. Yup, they look great. Okay, er hat jetzt gesagt, dass meine Karotten 1A-Karotten sind und dass die würdig sind, was auch immer zu tun. Hold on to them. You're going to need them to tame your first bunny. Ach so, ich darf sie behalten. Das ist schön, damit ich mein erstes Bunny, mein erstes Häschen zähmen kann. Okay. You're going to need a home for the bunny. Ja, ich weiß, dass ich ein Zuhause für mein Häschen brauche. Ich habe aber keins. You can purchase a bunny habitat blueprint from Frank. Ah, ich kann bei Frank. Okay, das heißt dann wahrscheinlich... Thorn steht jetzt hier mit Fragezeichen. Kann ich ihn schon ansprechen? Nee, ne? Ich muss dann erstmal zu... Ach, das ist doch doof. Okay, wir klauen uns hier einfach nochmal ein paar Karotten, die wir unterwegs finden. Ach, du bist ein Hase, du bist gar keine Blume. Okay. Hier können wir aber auch immer ganz gute Sachen finden. Aua. So, dann müssen wir jetzt wohl oder übel doch nochmal zur Stadt erstmal, damit wir das machen können. Ich habe hier oben irgendwas gehört. Ach, das war dieses Fake-Ding, was hier unten drunter ist irgendwie. Du bist aber, glaube ich, eine, die man nicht so... Ja, Red Daisy. Aber die andere sah irgendwie dunkler aus, finde ich, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das macht mich bekloppt, wenn ich die ganze Zeit diese blöden Truhen höre und da dann keine sind. Ich meine, wir müssen hier rum. Also ich würde sagen, wir gehen auf direktesten Weg erstmal Richtung Stadt. Und es tut mir leid, dass ich jetzt hier 3000 Jahre laufe. Ich meine, ich könnte auch so gehen. Das ist dann noch langsamer. Obwohl, ja gut, ist nicht so viel Unterschied, muss ich sagen. Ich würde auch gerne meinen Laden aufmachen, aber ich kriege hier gerade so gar nichts gebacken. Ich möchte jetzt erstmal hier die Sachen überhaupt machen. Deswegen erstmal schnell zur Stadt flitzen. Ich glaube, da ist auch die Sache mit der Limonade. Ich muss zweimal mit dem Frank sprechen und einmal mit Abby. Abby, soweit ich weiß, müsste auch hier sein. Da oben ist noch eine Schatztruhe.
Komme ich da jetzt so hoch? Ich komme sogar so hoch. ja, ich weiß nicht, ob ich dich unbedingt brauche, aber ich nehme dich auf jeden Fall mal mit. So, wahrscheinlich habe ich jetzt eh kein Geld, um die Dinger zu kaufen, bei meinem Glück. Muss ich hier noch mit jemandem reden? Nee, das ist auch so ein Haus, was man kaufen kann hier, ne? Okay, wir gehen erstmal zu Frank. Frankie Stein. Gucken wir erst noch mal eben, ob wir da was Gutes drin haben. Ja, gut. Gut nicht, aber das haben wir zumindest schon. Das können wir dann stacken. Das ist okay. Hi, Frank. I gotta tell you something. View Upgrades. Okay, dann schauen wir da. Nee, die wollen wir ja gar nicht haben. Talk to Frank. Machen wir das erstmal. I think I've got a cat home blueprint somewhere around here. Also er denkt, dass er irgendwo so ein Blueprint, ja, wie nennt sich das, Blaupause hat, um ein Katzenzuhause bauen zu können. I'll dig around for it. Come see me tomorrow. Och, du bist so ein Arsch. Sorry. Also er hat gesagt, dass er da mal nach suchen geht und dass ich morgen nochmal wiederkommen soll. Ich hasse es. Morgen. Ach so, ich muss mit dir reden. Hey. Hi. Yeah, I can sell you a bunny habitat blueprint. Let me grab one. Ja. Das hat er mir doch gerade schon mal gesagt. Willst du mich veräppeln? I can sell you this bunny habitat blueprint for 500 gold. Ja, 500 ist nicht gerade wenig, aber nehmen wir. With the blueprint you'll be able to craft as many of them as you'd like. Okay. Ja, wie mit den anderen auch. Also, ich habe die Quest akzeptiert, ihm aber noch nichts bezahlt. Stehe ich jetzt noch nicht so ganz. Thanks for the coins. Here's the blueprint. Achso, talk to Thorn once you build the first habitat. Yes. Das werden wir machen. Also, wir haben jetzt gerade das Ganze bezahlt, haben jetzt die Blaupause bekommen und müssen danach dann natürlich nochmal mit Thorn sprechen, damit er uns dann beibringt, wie man Häschen zähmen kann. You can build one at the workbench. Ja, das ist klar, dass ich das an der Werkbank machen kann. Ich wollte schon Workbench sagen. So. View Upgrades. Hatten wir die Schmiede eigentlich jetzt schon? Wir haben noch nicht mal die Mine gemacht, fällt mir gerade ein. Aber wir wollten mal Minen. Das kommt auch noch hinzu. Large Crop. Okay, das ist dann Flower Shop hier in der Stadt. Ups, was war das? Kostenshop. Ist aber alles nichts. Doch hier. Shop 4 wäre für mich. Aber das kostet 20.000. Wollt ihr mich verarschen? Fisherman ist auch alles für hier. Ja. Inventory. Also Inventar plus 5 und Energie plus 5 wäre natürlich auch geil. Aber 50.000 dafür. Well, you can enjoy a nice meal. Ich glaube, ich kann bei mir ein Gasthaus oder sowas bauen. A shop to purchase blueprints to unlock new... Ah! 12.500. Da würde ich dann neue Blaupausen kriegen. Das wäre natürlich cool. With this upgrade you'll see how much a table of goods will sell for... Was heißt das? Mit diesem Upgrade werde ich sehen, wie viel ein Tisch von Güter oder von Guten, keine Ahnung, zum Verkaufen ist. Ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Gut. Mining the Geodes. Collect 10 Geodes. Ach so, genau. Wir wollten nämlich auch noch in die Mine gehen. Ich würde dann schon mal umschalten. Dann würden wir das nämlich auch gleich machen. Wir müssen aber noch mit Jenna sprechen und mit Abby. Hier hinten gab es, glaube ich, irgendwo ein Fragezeichen. Da hinten ist ein Ausrufezeichen. Was ist das denn? Making a tea. Deliver to Beltran. Hey, I'm desiring 5 pink leaf. Ah, okay. Hier kann man Aufträge annehmen. Das ist mir bisher noch nie aufgefallen. Also er braucht 5 pinke Blumen for a special project. Für ein spezielles Projekt, wo er dran arbeitet. Da würde ich dann 255 Gold bekommen. Das ist jetzt nicht viel, aber akzeptiere ich mal, weil es ist meine erste Quest dieser Art. Das ist ja mal cool. Jenna, altes Haus.
This lemon looks great. I turned them into lemonade. Plus hier. Achso, it's the blueprint, so you can craft your own. Ja, ich habe doch schon lange mein eigenes gemacht. Hopefully we get the lemon tree cellar in Florence soon. Ja, das wäre schön. Also sie möchte gerne einen Limonadenverkäufer in Florenz haben. Ja, das heißt, meine schönen Limonaden, die ich zusammengesammelt habe, sind alle weg. Und ich wollte doch eigentlich Limonade daraus machen. Ich habe jetzt irgendeine Blaupause bekommen und weiß damit nichts anzufangen, weil ich ja vorher schon Limonade machen konnte. Hier ist Abby. Great. Come see me later and I'll have some ready for you and the blueprint. So you can make some yourself. Was denn? Poop. Damit ich mein eigenes Poop machen kann, oder wie? Oder was? Poop is useful. Okay. To craft basic Fertilizer. You need to put one poop and two wheat. Oh Gott. So viel Wheat kriege ich doch gar nicht. Das ist doch scheiße. And to a compost bin. Okay, also wir müssen einen. Ja, Scheißhaufen. Und zwei Weizen ist es, glaube ich. In den Komposthaufen reinwerfen. Und dann können wir irgendwas machen. Ein Basic irgendwas herstellen. Once you have it made, also wenn du es einmal gemacht hast, mix it in with the soil before planting a seed and you'll have a chance to gain a seed when harvesting. Also, ja, das ist im Prinzip ist es Dünger, so wie ich das verstehe. Wenn man das einmal hergestellt hat in diesen Komposthaufen, dann soll man das, wenn man Seeds, na, ich komme gar nicht auf das deutsche Wort, nicht Körner, Samen. Wenn man Samen anpflanzt, dann soll man wohl jedes Mal wieder neue Samen ernten können. Oder man hat zumindest eine höhere Chance darauf. I turned the items you gave me yesterday into some basic irgendwas to get you started. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, die Items, die ich ihr, denke ich mal, gegeben habe, kriege ich jetzt wieder zurück oder wie? Oder hat sie jetzt schon benutzt, damit ich dann damit anfangen kann? When you use basic irgendwas, you will have a low chance to get a seed back. Ach so, nur eine kleine Chance hat man dann, na toll. When you harvest it, okay. Ja, kleine Chancen ist natürlich, naja. Okay. Sagen wir mal nichts zu. Dann gucken wir hier oben nochmal eben in der einen Chest hier in der Truhe nach. Aber jedes Mal schaffe ich es immer wieder, wenn ich laufe, daneben zu laufen. Ich weiß auch nicht warum. Wir haben sogar noch was frei. Oh Gott, jetzt hat er das direkt angezogen. Oh mein Gott, wie sehe ich denn aus? Wie ein richtiger Business-Kerl. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, welche Taste ich drücken muss. Nee, ja, das war Screenshot. Ich wollte es aber eigentlich ausschalten. Oh nein, 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 nicht laufen. Mist, ich weiß. Ey, ich hätte. Moment, ich muss mal eben ganz kurz. Das ist eine super Vorbereitung hier. Ich merke das schon. Garden Boss, ja, habe ich es doch. Ich habe mein super schlaues Zettelchen neben mir. Und ich wollte eigentlich hier oben, wo ich gestanden habe, wo man mich auch noch sehen konnte, wollte ich eigentlich mit F10 so die UI ausmachen und dann mit F9 keinen Screenshot machen. Seit wann habe ich das denn? Okay, ich wollte es eigentlich mit F12 machen, glaube ich. Aber egal. So, jetzt können wir das nicht mehr anmachen. Moment. Doch, wir können Escape drücken. Ah, ist das heute wieder... Ja. Es ist heute irgendwie eine ziemlich chaotische Folge. Es tut mir wirklich leid, aber wie gesagt, ich habe es schon länger nicht mehr gespielt. Dann habe ich noch den Zettel vergessen, vorher hinzulegen, den ich... Konnte ich da mit jemandem reden? Nee. Den ich eigentlich immer daneben liegen habe, damit halt sowas nicht ist. Also damit ich halt nicht suchen muss. Ich wollte gerade sagen, hier oben ist jetzt gerade keins drauf, ne? So, jetzt müssen wir mal schnell gucken, ob wir jetzt eventuell den, falsche Richtung, ob wir eventuell den Shop jetzt nochmal schnell öffnen können. Weil wir brauchen natürlich Geld, wir brauchen unheimlich viel Geld. Achso, ich wollte ja eigentlich in die Mine gehen. Och, jetzt laufe ich da schon wieder komplett weg von. Vielleicht können wir auch ein bisschen in die Mine gehen, wenn wir ein bisschen was verkauft haben. Ich meine, in die Mine können wir auch gehen, wenn es dunkel ist, streng genommen. So, jetzt muss ich nochmal eben gucken.
10 Dandelion und 5 Pink Leaf. Da ist keine Dandelion oder Pink Leaf drin. So. Nein, ich wollte eigentlich nur 5 reintun. Aber der macht immer direkt okay. Ja gut, dann würde ich sagen, schmeiße ich die noch mit da rein. Haben wir denn sonst noch irgendwas, was wir jetzt hier... Red Daisy könnten wir vielleicht noch verkaufen. Also Pink Leaf muss ich erstmal drin lassen. So. Habe ich jetzt schon geöffnet gerade? Doch, ich habe es doch... Ich habe doch hier auf Öffnen gedrückt, ne? Genau. Hallo, Kundschaft. Bitte herkommen. So, ach, wir haben 3. Oh Gott, dann kann ich ja eigentlich auch noch. Habe ich denn. Ich könnte die Seeds dafür, könnte ich eigentlich mit zum Verkauf setzen, oder? Die bringen mir wahrscheinlich nicht allzu viel ein. Aber damit ich zumindest ein bisschen was habe. Kleinen Moment, ich komme sofort wieder. Den Strohhut würde ich mal einfach behaupten, den können wir auch verkaufen, weil den haben wir ja schon. So. Zack, ich komme sofort, ich komme sofort. Moment. Ich komme hier nicht rein. Ah. So. Zehn Dandel. Dandelion. Das sind, glaube ich, die gelben, die ich eben noch drin hatte, oder nicht? Aber ich glaube, da habe ich noch keine 10 von gehabt. Kann das sein? Ich mache jetzt natürlich nicht den größten Umsatz, ne? Das ist klar. Aber Hauptsache, ich kann jetzt erstmal die Sachen verkaufen. Wenn ich sowieso erstmal wieder nichts mehr habe, was ich verkaufen kann, dann ist das jetzt auch nicht schlimm. Ich gucke dann gleich, dass ich in der Mine ein bisschen was arbeite. Also ich muss Gioden kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das beim normalen Minenarbeiten kriege. Oder ob ich da wirklich dieses Add-on für haben muss, dass ich dann in der Mine arbeiten kann, richtig. Und die dann halt auch eben abbauen kann. Das werden wir dann sehen. Also die Seeds scheinen ja irgendwie, also die Samen scheinen ja irgendwie heiß begehrt zu sein, weil das sind die, die als erstes weggegangen sind. Das ist schon cool. Weil ich mit denen gerade jetzt für die Blumen eigentlich so gar nichts anfangen kann. Ah, oh, schon wieder geschlossen. Schade, aber zumindest haben wir noch ein bisschen Geld gemacht. Das ist ja auch schon mal was. So, Moment. Dann würde ich sagen, ach, die Limonade hätten wir doch verkaufen können. Ich bin auch so blöd. Ja, solche Sachen vergesse ich natürlich immer wieder. Okay. So, Moment. Dann würde ich schon fast sagen, wir könnten den Sand verkaufen, weil ich im Moment gar nicht weiß. Also Sanddollar würde ich ungern. Ach, Moment, hier Gioden, 3. Irgendwo hier, aber die haben wir, glaube ich, nur aus den Kisten bekommen. Ne? Also ich nehme die schon mal mit. Tu mal die Limonen und das tue ich mal weg. Und die Eier kann ich auch reintun. Den Poop. Den kann ich leider nicht reintun, weil hier. Ich wollte hier noch rausgehen, hallo? Weil hier alles voll ist. Da ist auch voll. Ja, aber das sind auf jeden Fall die gelben. Aber ich meine, die habe ich doch eben hier reingetan, oder? Genau, die habe ich eben. Ach so, Purple Daisy hätte ich jetzt verkaufen können. Die habe ich jetzt hier drin. Naja, gut, okay. Da könnte ich auf jeden Fall noch was mit herstellen. Ich weiß nicht, was mit diesem Coinbag ist. Ob wir den brauchen oder nicht, das ist das Problem. Und wir brauchen die Karotten. Ach so, ja, die brauchen wir dann später. Dann machen wir es so. Hallo? Dass wir die Seeds davon verkaufen. So, Purple Daisy brauchen wir für nichts, ne? Obwohl, die ist, glaube ich, ist die noch hier vorne drin?
Nee, anscheinend nicht mehr. Och, Junge, stell dich doch einfach direkt richtig hin, dann kannst du es auch reinmachen. So. So, die Gioden brauchen wir und wir brauchen von den gelben Blumen noch zwei Stück. Die können wir nochmal schnell suchen. Ich weiß, es wird jetzt heute leider wieder eine etwas längere Folge. Ich meine, ich habe hinten sogar irgendwo eine gelbe. Moment, hier ist eine. Halt, stopp. So. Hier ist natürlich keine, wenn man sich den Weg mal abkürzen will. War ja klar. Ich meine, ich hätte hinten irgendwo auf dem Weg noch eine gesehen. Hab mir dann gedacht, nö, ist nur eine gelbe, lass ich mal stehen. Jetzt weiß ich natürlich absolut nicht mehr, wo das gewesen ist. Ja gut, hier lief ich jetzt eben nicht rum, aber hier können wir auch mal gucken. Das sind hier auch gerne mal. Nee, das ist ein Entchen. Da hinten ist, glaube ich, noch einer. Ach, das war ein Stein. Ich dachte gerade, das Viech wollte mit mir sprechen. Okay. Okay, da haben wir schon mal einer. Das ist schon mal perfekt. Dann müssen wir jetzt gucken. Da haben wir noch eine. Genau. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir die Gioden noch bekommen. Ja, Platz genug haben wir auf jeden Fall noch. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich möchte das jetzt auch nicht so lange hinziehen mit der Folge, aber ich möchte halt wissen, ob wir die Gioden auch so bekommen, wenn wir halt jetzt wirklich hier mit der Spitzhacke rumlaufen und die Sachen erfarmen. Mal, hier ist auch schon wieder eine. Wenn man sie dann nicht mehr braucht, na, dann sind sie wieder überall an jeder Ecke, wie immer. So. Dann tun wir die Samen erstmal hier rein. Hallo? So, die können wir wegtun. Die können wir wegtun. Und die pinken sind jetzt alle. Pink Leaf. Die brauchte ich nicht, ne? Moment, oder sind das die hier? Nee, das ist Purple Daisy. Okay. Gut, dann die reintun, die brauche ich ja nicht. Dann können wir die nämlich direkt schon mal verkaufen am nächsten Tag. Ja, sind jetzt alles leider keine Sachen, die jetzt viel Geld bringen. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich offline noch mal ein bisschen farme. Also sprich, dass ich Sachen hole, Sachen verkaufe und dann wieder so rum 1000 pro Tag mache, damit wir dann halt auch wirklich mal was kaufen können, weil es ist doch, ja, ziemlich nervig, wenn man eigentlich was machen möchte und es dann doch nicht kann und dann hat man die Quest und ich meine, es ist schön, man hat viel Abwechslung, man muss nicht alles direkt kaufen. Ich würde aber gerne alles direkt kaufen. Das ist halt jetzt mein Problem. Und habe halt nicht das Geld dafür. Deswegen möchte ich halt gucken, dass ich so schnell wie möglich, so viel wie möglich farmen kann. Konnte ich hier nicht auch Licht anmachen? Nee, ich glaube, das konnte ich nicht, ne? Was bist du denn hier? Du bist Giode. Okay, also dieses Bräunliche, das sind Gioden. Das ist schon mal gut zu wissen. Was ist das denn hier? Eine Fackel, oder? Ah, sehr schön. Damit kriegt man hier ein bisschen Licht. Das ist doch perfekt. Da oben weiß ich jetzt nicht, ob ich weiterkomme. Hier unten. Das sind auch nochmal alles Gioden. Sehr, sehr schön. Was ist denn das hier überhaupt? Das würde ich gerne mal wissen. Kohle. Ja, die brauchen wir natürlich auch. So, die Frage ist jetzt nur, kriege ich jetzt insgesamt vier Stück? Da war hier oben nicht eine. Habe ich da noch Platz? Guck mal nochmal eben. Ich glaube, da war direkt einer an den Schienen oder so. So eine Truhe. Ja. Würde ich auch hinkommen, wenn ich hier mal die Schienen weiter entlang laufen könnte. So, Blue Star. Das ist was Neues, glaube ich. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gehabt. Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Die können wir auch mal eben anmachen hier. So. Also, perfekt ist schon mal, dass wir die so machen können, ohne dass wir hier irgendwie Bergbau oder so drin haben. Was ein bisschen blöd ist natürlich, dass ich meines Erachtens nur die eine Mine hier habe. Und ja, jetzt schon alle Gioden im Endeffekt weggemacht habe. Ich sammle jetzt hier noch ein paar Steine. Obwohl, Moment. Ah, da war auch eine Giode drin. Das ist natürlich klasse, wenn ihr auch bei den Steinen. Ah! Das ist perfekt, weil Steine kann ich natürlich auch immer gebrauchen. Und wenn da drin auch Gioden sind, dann ist das natürlich super. Dann können wir die auch abgeben. Moment, Pink Leaf.
Nee, oder? Ich dachte, die Pink Leaves brauche ich nicht. Oder habe ich jetzt was anderes hingetan? Ich muss gleich nochmal dringend gucken. Oder hatte ich einfach nur nicht genug? Das kann natürlich sein, dass der mir das deswegen nicht angezeigt hat. Ah, ich habe bald keine Energie mehr. Okay, ja gut, wir haben aber auf jeden Fall Gioden. Das ist schon mal perfekt. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich jetzt überhaupt hin muss. Einmal zu Thorn zurück, weil... Aber ich habe doch noch gar nichts gebaut. Hallo? Hallo? Gemeinheit.